Es schauen Leute zu. Es gibt Wasser vor mir, Bäume, eine enge Fairway. Und das Letzte, was ich möchte, ist an 10 verschiedene Dinge zu denken, während ich versuche, diesen Ball irgendwie zu treffen. Wenn du ähnliche Gedanken gehabt hast, ist dieses Video und dieser Schwung, glaube ich, sehr gut für dich. Ich möchte dir heute etwas Unkompliziertes zeigen. Ich weiß, Golf ist nicht einfach, aber relativ gesehen ist das super unkompliziert. Es sind ganz wenige Gedanken, aber diese Gedanken werden dir helfen, den Ball unter Druck bei solchen schlimmen Situationen besser zu schlagen und besser hinzubekommen. Okay, so, ich habe mich ausgerichtet. Mein Blatt zeigt zum Ziel und dann meine Füße zum Blatt. Ich gehe zurück und mache einen Probeschwung. Und mein Gedanke ist folgendes, und das darfst du auch denken. Ich verlage das Gewicht nach rechts, ich verlage das Gewicht nach links und ich schlage. Das war's. Ich mach's vor und ich werde auch dabei reden. Nach rechts, links, schlagen. Und der Ball ist schön gerade geflogen und auf diesem engen Fairway gelandet. Und ich habe Ball, Boden getroffen, da ist mein Divot, alles ist schön. So, was meine ich mit rechts, links schlagen? Ich meine natürlich die Verlagerung nach rechts, dann die Verlagerung nach links und dann das Schlagen mit Händen, Arm. Die Reihenfolge ist absolut entscheidend. Du musst erst das tun, nach rechts, damit du nach links kannst. Und das nach links muss passieren, bevor du schlägst. Und das wird dir helfen. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr in Detail, wenn ich darf. Wenn ich nach rechts mich verlagere, dadurch gebe ich mir die Gelegenheit, mich aufzudrehen. Ich möchte bitte das Gewicht auf der Innenseite des rechten Fußes haben. Und ich will, dass mein Rücken zum Ziel zeigt. Ich will gar nicht so weit ausholen. Du wirst bei mir immer sehen, dass der Schläger vorparallel ist. Und dann sehr wichtig, ich bleibe in meinem Zylinder. Ich schwinge um meine Wirbelsäule herum. Das ist das nach rechts. Jetzt das nach links ist das. Ich drücke meine linke Ferse in den Boden. Mein Rücken zeigt dabei immer noch zum Ziel. Ich habe nicht gleich das getan. Und das ist das nach links. Und weißt du, was passiert? Du senkst dann die Arme. Und die Arme kommen dann auf die richtige Ebene runter. Da musst du gar nicht denken. Und dann, wenn du eins, dann zwei gemacht hast, ist drei einfach ein Genuss. Da musst du dich einfach drehen und die Hände kommen lassen. Weil wenn du zwei machst, bist du in der Lage, Ball dann Boden zu treffen. So, eins, zwei, Spaß haben. Habe ich an diese Endposition gedacht? Nein. Ich halte den Schläger locker dabei. Und dann klappen meine Arme so. Ich habe den Schläger auf der Schulter. Mein Bauch zeigt zum Ziel. So, nächstes Mal auf der Range, denk rechts, links, schlagen. So, ja, ich lese manchmal in den Kommentaren, jawohl, Golf ist so einfach. Ich verstehe dich. Aber wir müssen Golf so einfach wie möglich machen. Und ich denke, dieses Video wird dir helfen. Falls du Fragen hast, bitte in den Kommentaren etwas schreiben oder fragen. Komm auf eine Golfreise mit mir bald oder besuch mich hier in dem wunderschönen Golfclub Lüttelsburg an der Nordsee in Niedersachsen bei Sonne hoffentlich. Okay, noch einmal. Drei hintereinander wäre super. Rechts, links, schlagen. Ich denke, ich werde das für mich auch benutzen. Das klappt.